Wer ist der größte Fan von Pianusch und PL Sports unter uns? Die. Wow. Die. Safe. Ich mag die. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr zu denen zu sagen, ey. Die haben, also wir haben schon echt viele Intros zu denen gemacht, wo wir die introduced haben. Die sind gut einfach, ne? Die sind gut. Ja. Die sind interessant zu Projekt. Geile Kombi. Ja. Und. Ich höre mir alle deren Songs an. Zusammenfassung ist, Life is Pain macht Qualität von allem, was wir gesagt haben. Ja. Go. Was für ein Song, wie heißt der Titel? Cyberpunk. Oh, shit. Ich bin interessiert daran, was die jetzt da ausmachen. Ja, Mann. Punk-Mucke noch dazu, oder? Und Cyber jetzt auch noch. Halt. Cyber. Oh, das ist jetzt Future und Punk. So oh, das sind genau die Richtungen, die ich nicht mag. Eigentlich Punk ich auch Techno. Ja. Ja, ja, ja. Egal, was bitte macht was Gutes draus. Du meinst Meg und John. Wir sind die Ravens. Cool, guck mal, wie geil es aussieht. Ich liebe so kreative Dinger. Boah, ah, das ist vom Ende. Endlich. Wie cool. Dann. Okay, das sieht krass aus. Oder lebst du, oder du fällst. Krass Video. Ich liebe solche Videos so sehr. Ja. Ich wollte Chromfelgen, ich wollte dicke Brillis, dicke Benzer in meinem Garten, ein dicken Pedi. Auf dicken Partys, Bitches bewerfen mit dem Millis, sitze mittlerweile auf einem Imperium wie Pedidi. Yeah. Oh. Oh! Geil. Das ist richtig gut. Ja. Geil. Hat der guten Mann. Aber dafür sind wir nicht mehr sicher. Ein Neider hat in Wahrheit 3 bis 4 Gesichter. Mit jeder Summe wurde meine Seele finster. 7 Jahre machen 700.000 Bilder. 7.000 Euro Pelz, das ist kalt im Winter. Ich hab keinen Bezug mehr zu Geld, ich bin halt behindert. Es fing an mit einem Traum in meinem Kinderzimmer. Und heute sitz ich in der Villa. Oh, krass, schön dargestellt. Schöne letzte Line. Ja. Hat nochmal so eine Wucht. Klar. Aber dieses Video ist so nice, richtig gut. Echt so. Karre tief, doppelt 2 Zoll, Garantie dafür, dass Polizei kommt. Auf dem Mappen liegt, Pumas Weißgold, Motherfucker Deals und der Scheiß rollt. Oder lebst schnell, oder du fällst, ich bin nicht so geil, ich bin krank. Am Anfang fand ich ein bisschen cringe den Part, aber jetzt. Jetzt mag ich, ja, ja. Das geht mir genauso. Okay, bei Kianos müssen wir jetzt eine kleine Pause machen, weil oh, ja. Er ist immer so ein kleiner Teil. Ich weiß jetzt schon, ich werde es mal anhören. Also ich werde es mal krass. Oft anhören. Krass. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Wollte immer eine dicke Karre und Goldketten voll fette Diamanten, wenn ich Erfolg hätte. Block Battle for Park Decks, rappen auf Top Level. Und heute wollen sie mich tot sehen wie John Lennon. Ah, mich landen 3 Jahre Knast im Weg. Polizei zog mich in die Hölle mit nem Hassbefehl. Psychologe hat mal 2 Drittel abgelegt. 3 Jahre abgesessen, danach hab ich abgesägt. Wir haben uns selber alles aufgebaut. Für das erste Studio wurden Dealer ausgeraubt. Oh, ich liebe seine Stimme. Für das erste Studio wurde was ausgeraubt? Wurden Dealer ausgeraubt. Okay. Krass. Krass. Das macht, wird bei dir Kian so schwer, irgendwie, ich höre dem gerne zu, aber mir bleibt nichts im Kopf, aber ich denke mir trotzdem mal, wow. Weißt du, ich meine, irgendwie so ist das Gefühl am Ende bei dir. Weil es auch schnell ist, die ganze Zeit. Ich höre so gern seiner Stimme zu. Weiter. Ich bin das Original, du im Metall, Digga, 7 Jahre später und Kianos ist auch immer da. Karativ, doppelt 2 Zoll, Garantie, dass die Polizei kommt, auf dem Mappen liegt, pures Weißgold, Motherfucker Deals und der Scheiß rollt. Der Part ist auch nice. Ich mach nochmal Stopp, dann wird der Refrain nochmal ganz durchschimmt. Das Krasse ist, wisst ihr das eigentlich, wie es zustande kam, dass Kianosch zu Life is Pain kam? Achso. Jay hat Kianosch ein Ultimatum gestellt, weil der war vorher kokainabhängig, hat kriminelle Sachen gemacht. Kianosch? Ja, ja, und der ist ja auch in den Knast gekommen deswegen. Der hat denen gesagt, wenn du von dem ganzen Zeug runterkommst, dann hast du den Vertrag. Und der ist wirklich davon runtergekommen und hat es durchgezogen. Und jetzt ist er da, wo er jetzt gerade steht. So richtig heftig. Richtig heftig. Richtig heftig, weil der hat Spitz verdient für diese Qualität. Ja. Oder lebst schnell, oder du fällst, ich bin nicht so geil, ich bin so krank. Du weißt es, guck mal mein Geld und die fetten Diamonds an. Oder lebst schnell, oder du fällst, ich bin nicht so geil, ich bin so krank. Oh, das magst du. Da fühlt er sich wieder wie zu Hause. Ich hab nicht gelockt. Der hat das Profil mit inzwischen. Ja, ja. Mann. Ey, ohne Spaß, das war jetzt nicht bewusst. Ich hab das erste Beste genommen, was mir in den Sinn kam. Und dann dachte ich mir, oh, Planet.
Ja, es wird schon ein bisschen Freak, was Dings geht, Alter. Komm, beschreib's mal. Ich denke, die Promophase ist jetzt rum. Ich würde mal ins Album erstmal die Tage reinhören. Oh, und jetzt wieder. Komm. Dritter, vierter. Dauert ja noch. Dauert noch. Tschüss, Digga. Der Promophase ist tot, Mann. Ja, ich denke mal, der wird safe dann noch auf den Track kommen. Ja, safe. Ich find's richtig safe, geil, safe. Das, was die zusammen machen. Ja, mega. Also welche Songs sind da stehen geblieben? Ich sag, haben wir gerade noch gehört. Kriminell. Casino Royale und Kriminell. Casino Royale. Hätte ich nicht gedacht, aber... Ja. Weil ich muss sagen, guck mal. B.A. und Kianosch, die haben es ja schon mal versucht mit Desperados. Übertrieben geiles Brett. Aber dieser Faktor, der dafür sorgt, dass dieser Song in Erinnerung bleibt, ich weiß nicht, was die Geheimzutat da ist, ne? Aber hier haben die es geschafft. Ja. Casino Royale. Was haben wir eben gesagt? Ich glaube, das sind die alle. Casino Royale und Kriminell. 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 Das sind alle Komponenten. Ist schon vergessen. Nein, aber vom Feeling her. Du kennst den Song vom Feeling her. Ja, ja. Ansonsten, guck mal, bist du schon. Das ist dieser erste Eindruck, der erstmal im Kopf bleibt. Und dann nochmal der Sound dazu. Ja. Also und das ist noch vom Sound her auch wieder so ein moderner, so trappig. Mhm. Obwohl, von Desperados kann ich mich auch noch an einer Stelle erinnern. Ich weiß. Desperados. Nein. Desperados, das Mexicano. Nein, beste Tatos. Irgendwie so. Gamiro, das muss ich mir auch mal anhören. Ja, geil, ey. Ja. Das war echt gut. War gut, aber wie gesagt, diese Erinnerung. Paco Ramirez. Ja, genau. Das war auch geil. Das war schon, Desperados war monströs. Egal, komm, Girls, Ding. Ja, richtig geiles Ding. Pianuschke überzeugt. Ich freue mich auf das Album. Piano. Pianuschke, egal. Ja, komm, das ist jetzt der Name für die Pianusch, Alter. Das ist so eine Mischung aus den beiden, diese Fusion, Digga. Ja, das ist jetzt Pianusch. Komm, ciao, ciao. Salamu alaikum, Pianusch. Pianusch und Kiei.